Also. Kriege ich noch mehr? Ich habe ja noch Ansprüche auf andere Gebiete. Nee, aber ich habe noch ein bisschen Rekrutenreserve. Noch ein paar tausend können wir noch mal verbraten. Vielleicht kann ich die Festungen noch einnehmen, dann wird es noch mal besser. Und euch schicke ich schon mal nach irgendwo, wo ihr stehen könnt. Scheiße. Er hört mal auf, die Festungen zu belagern, die nehmen wir ihn nicht mehr ein. Aber die da, die könnten wir noch einnehmen. Bitte? Bitte spielen, oh nein. Ach scheiße, natürlich greifen sie mich jetzt noch kurz vor der Einnahme an. Ach, fick dich doch. Jetzt verliere ich wahrscheinlich noch ein Stack, ne? Ja, komm. Ach, fick dich doch, kurz vorm Gewinn. Warum brauchen die am Schluss immer so lange? Warum steht ihr denn schon wieder zu zweit auf so einem Ding? Ihr steht ja zu dritt, sag mal, will ich mich verarschen, weg da. Was? Nein, wieso ist da jetzt noch ein Kampf? Ihr solltet doch da weggehen. Wieso seid ihr nicht weggegangen, ihr Vollidioten? Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Warum waren die nicht weg? Ja, da verliere ich jetzt noch zwei. Wieso stehen die noch ewig? Ja, geil. Jetzt kann ich nicht mal Frieden schließen, weil die noch kämpfen. Und ich kann auch nichts mehr zurückschicken, weil das zu lange dauern würde. Ja, natürlich verliere ich jetzt noch mal. Wie ich die drei Provinzen immer noch nehmen. Ah, fick dir, das hat sich jetzt gar nicht mehr gelungen, mal weiter zu kämpfen. Frieden hier. Dumme Pisser, dumme. Ey. Lauf auch nicht weg. So, ich kann jetzt erstmal ein paar Jahre gar keinen Krieg mehr führen. Ein paar hundert Jahre. Ein paar Jahre. Ja. Hast du das bekommen, was du wolltest? Ja. Alter, dieses Ruckeln macht mich wahnsinnig. Kann das nicht flüssig laufen, die Scheiße. So, jetzt kriege ich mehr permanente Ansprüche auf Gebiete, die ich glaube ich größtenteils schon habe. So, was bekomme ich da noch? Ich bekomme einen neuen General, aber ich habe schon 5 Generäle. Was bekomme ich da? Oh, ich kriege eine neue Hauptstadt, ja klar, warum nicht? Extra Produktion. Warum steht da einer? Steh ich irgendwo hin, wo du auch stehen kannst. So, Drill ist alle. Aber ich bin die größte Großmacht. Ne, wieso? Ich habe noch irgendwo Leute stehen, weißt du? Wieso stehst du da? Jetzt hast du aber 15 Entwicklung Vorsprung. Vor allem jetzt mal meine Missionen durchdrücken oder teilweise zumindest. So, gönnen wir uns einen neuen General. Der ist ja auch ein Müll. Der ist schon so ein bisschen scheiße, der General. Ne? So. Ja, kicken wir ihn gleich wieder weg, braucht kein Mensch. So. Was kann ich hier noch. Alter, die Mission jetzt hier. Was habe ich da noch? Regeneration, Rekrutenreserve plus 10%, gib mir das. So, was haben wir da noch? 80 Verwüstung in Delhi, okay. Hier ganz viel in Delhi. Monument von Delhi. Da geben wir die dauerhaften Ansprüche. Fall Delhi und so, ja. Elfi, bitte helfen. Ich glaube, jetzt habe ich permanente Ansprüche auf Tank. Sind das permanente Ansprüche? Ja. Da kannst du Tank angreifen.
Warte mal kurz, ich habe doch noch so ein Gemahl, den kann ich doch auch zum Drillen benutzen. So, wie viele Rekruten? Mir fehlt fast 30.000 Männer, Alter, fick dich. Ich hätte nicht mehr weiterkämpfen dürfen. So. Alter, was ich jetzt wieder für Ansprüche bekäme. Die Mission kann ich, glaube ich, nie abschließen. Wir haben Einfluss 70, Alter. Und die Loyalität. Also wie soll ich überhaupt das hinbekommen? Und das habe ich schon. Einfluss. Loyalität und Einfluss. Wie auf 60, 40. Wie viel von diesen scheiß Privilegien kann man überhaupt maximal gewähren? Achso, 6, das steht's ja, ich Idiot. Was von neuen Tempel hier. Gut, aber hey. Marada wieder ein Stück verkleinert. Mission abgeschlossen. Garantieren die immer noch, die garantieren dem Ding immer noch, das heißt, ich kann sie bald wieder angreifen. So wie das Sache das. Und bald ist, wann ist bald? Ah, 27. Und was macht ihr so? Iberien? Hast du schon immer Iberien geheißen? Was? Seit wann heißt du denn Iberien? Ich heiße doch schon immer Iberien. Hör auf zu lügen. Also ist schon eine ganze Weile. Ich habe ein paar Mal den Start gewechselt, das ist richtig. Weil ich immer untergegangen bin, aber seitdem ich neu angefangen habe mit diesem Start, heiße ich Iberien. Ja. Da kannst du Peter fragen. Ich muss noch 11 fucking Monate warten, bis ich 0 Rekrutenreserve habe. So stehen da schon wieder zwei aufeinander. Was soll der Scheiß? Sofort aufhören, aufeinander zu stehen. Ja, hallo! Aber wieso kann ich die nicht bewegen jetzt? Was ist denn? Hä? Wieso kannst du dich jetzt nicht bewegen? Was? Moral 0. Was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Der Kampf ist doch. Das ist schon für scheiß Bugs hier. Ich muss hier drillen, aber ein bisschen hart. Prinzke mal, der kann auch drillen. Uff. Ja, Krieg war unangenehm. Das wird drei lächerliche Provinzen, ja, leck mich doch. Gassen, da muss ich als nächstes angreifen, dann kann ich mir die Dings noch gönnen. Ja. Es fehlen noch 12.000 Mann, leck mich doch. Bitte, du sollst doch Cordoba angreifen. Los. Dann. Ich sehe Cordoba nicht mal. Ich habe mit Peter geredet. Der sieht das auch nicht.
Kann ich übers Mittelmeer gucken. Und was soll das bringen, Delfino? Ja, ein bisschen Spaß. Ich hoffe, dass er Dänemark dann besiegen kann. Schaffst du doch. Ey, siehst du, was ist? Ist ein Menschenschredder. Mehr passiert da nicht. Und du bist der Papst, doch genau dein Ding. Kannst dein Land vergrößern. Außer dann hat England nicht mal Bock. Ja, die überzeugst du schon noch. Aber Iberien würde mitmachen. Das glaube ich nicht. Dieses komische Land da oben. Nee, das glaube ich nicht. Aber ich könnte dich angreifen und es würden Ungarn, England, Frankreich und Böhmen mitmachen. Die hätten Bock gegen dich. Ja, aber du kannst ja von mir kein Land nehmen. Ist doch egal, aber die haben noch Ansprüche auf dich, zum Beispiel England. Ist doch egal. Nee, das bringt dir ja nichts. Okay. Das ist Unsinn. Ich glaube, Honky Tonk wäre dafür, oder? Was? Wenn ich jetzt als Papst Iberien den Krieg erkläre, ist mir doch egal. Da würden England, Böhmen und alle mitmachen. Ja, ist mir doch egal. Siehste, ich kann keinen angreifen. Mir fehlen immer noch 5100 Männer, um meine Stacks wieder aufzufüllen. Und ich habe mindestens einen, wenn ich sogar zwei Stacks verloren, die muss ich also neu bauen. Und dann muss... Ach du Scheiße. Marathe ist immer noch zu stark. Ach Scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen, Punkte auszugeben. Ich hasse es. Oh, denk an, Delfino, du darfst nicht die Ukraine angreifen, ne? Wieso ist doch nicht Russland? Das ist in Iberien. Ich dachte. Das könnte falsch verstanden werden, ne? Ja. Da sehe ich schon, dann wird Delfino gecancelt. Überall. Ja, das versuche ich schon seit Jahren, Delfino loszuwerden. So. Drei hübsche Provinzen. Ich brauche aber noch so viel mehr jetzt in Marathe. Ja, schlage ich aber immer wieder drauf ein. Ich darf einfach nur Sindh nicht erobern und hoffen, dass die immer weiter garantieren. Dann kann ich Marathe jetzt langsam aber sicher in Stücke schneiden. Oh, ich kann ja noch Zeug bauen. Ey, noch 124 Jahre, dann haben wir das normale Datum von IO4. Dann geht's los. Geht ja. Und in etwa 130 Jahren, nee, nicht 130, sondern 170 Jahren geht ja die Kolonialzeit los. Ja, kann ich endlich hier Australien besiedeln. Wird auch mal Zeit. Na hier Frankreich und England, die werden sich garantiert dann Nord- und Südamerika untereinander streitig machen. Ich komme einfach aus der anderen Richtung. Wobei die KI sieht das vielleicht nicht so ein, dass sie da... Ah, Tang ist mit mir. Ach, Scheiße. Der Tang ist halt immer noch dieses Damoklesschwert, das die ganze Zeit da rumhängt. Oh Gott, die machen ja hier nichts, ey. Oh, das Problem ist, England kann nicht Bayern erben, weil die ein Freiheitsbestreben von 100% haben. Kommt noch. Nächste Stufe dauert auch noch 90 Jahre. 9 Jahre. Ich muss langsam mal das Licht anmachen, ne? Aber Licht macht noch wärmer. Ne?
Könnten wir noch mal Sommer haben, noch mal Winter haben? Wie wär's denn mit einer globalen Abkühlung? Hm? Schöne atomare Winter. Ja gut, so könnte man auch den Klimawandel stoppen, ne? Sollten wir da anfangen, diese Dingsbums-Scheiße da in die Luft zu blasen, das, was damals die Wälder getötet hat. Ach, hier Schwefeldioxid oder so, ne? Ja. Solide Sache, finde ich. Wer braucht schon Bäume? Ja, oder wir machen das wie im Film Matrix. Über dunklen Himmel? Ja. Das waren ja die Menschen gewesen. Ja, das war die Scheiße, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Bloß die Menschen haben ja da in diesem Szenario die Rechnung ohne die KI gemacht. Die haben dann gelernt, ach, der Mensch hat doch auch Strom im Körper, biochemisch. Was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil du den Menschen permanent füttern musst. Was ja mehr Energie kostet, als du da wieder rausbekommst. Ja, aber Honky-Tonk, man muss aber sagen, die Menschen haben den Energie... Der Wandel Mensch, geschafft, ne? Ja, der Mensch. Die Energiewende. Der Mensch ist bei Pedemobili, ne? Der Mensch als Batterie. Mhm. Wobei, unrealistisch ist es ja nicht, ne? Bloß der Aufwand dafür ist. Ja, also wenn nichts mehr wächst, weil die Sonne verdunkelt ist, wird es schwierig, erstmal Nahrung für den Menschen herzustellen. Na, das haben die Maschinen ja in Matrix so gelöst, da werden die toten Körper aufgelöst und die Mineralien und Nährstoffe aus den toten Körpern werden dann den Lebenden zugeführt. Ich bin kein Experte, aber ich glaube, das reicht so nicht. Ja, du, das ist halt Science Fiction, ne? Wobei man ja nicht zwingend Sonnenlicht braucht für Pflanzen, ne? Es gibt ja auch UV-Lampen, Wachstumslampen. So funktioniert ja zum Beispiel in den Niederlanden diesen ganzen Gewächshäuser, wo dann auch Tomaten und sowas und Paprika im Winter geerntet wird. Aber über die Energieeffizienz brauchen wir natürlich nicht diskutieren, ne? Funktion integriert. Endlich kein Abzug mehr. Naja, du kennst ja bestimmt hier diese Animatrix, wo diese Vorgeschichte gezeigt wird. Da haben sie ja gezeigt, dass die Maschinen erst auf Solarenergie gesetzt haben, ne? Warum auch immer. Ja, wobei Strahlung betrifft auch Maschinen. Also. Ja. Und... Was mich auch nicht wundert, dass in Matrix nicht in das Szenario gegangen sind, die Maschinen nutzen Kernfusion oder so. Nee, das dauert noch 50 Jahre. Um 50 Jahre in SimCity konnte man das auch schon bauen. SimCity 4. Fusionsreaktor. 2000 das auch schon. Ja. Oh, mein eigenes SimCity. Kernfusion. Auch meine eigene Kernfusion irgendwann mal. Weil ja die Idee damals von Matrix schon legendär war, nicht? Also mit dieser Idee hier, dass. England braucht das Bündnis mit mir, warum? Jetzt kaputt. Jetzt kaputt. So eine Scheiße. Dann müssen wir kurz hier Licht anmachen. Dann sehe ich gleich nicht.